Ich habe in den letzten Jahren mit sehr vielen 1.0er-Studenten zusammengearbeitet. In meinem eigenen Studium war ich auch einer von ihnen, denn ich habe den Großteil meiner Klausuren mit einer 1.0 bestanden. In diesem Video teile ich dir 5 Erfolgsprinzipien mit, die 1.0er-Studenten von anderen Studenten unterscheiden. Doch bevor wir mit diesem Video loslegen, nimm dir unbedingt 10 Sekunden und abonniere diesen Kanal, falls du es noch nicht gemacht hast, denn du findest hier sehr, sehr viele kostenfreie und wertvolle Videos rund um das Thema Studium, Praktika und Berufseinstieg. Wenn du mehr Infos dazu haben möchtest, was wir in unserer Karriereberatung machen, dann schau gerne mal auf der Webseite unten in der Videobeschreibung vorbei. Jetzt lass uns loslegen mit Erfolgsprinzip Nummer 1. Und das ist eine klare Zielsetzung. Die ganzen 1.0er Studenten, die ich kenne, mit denen ich zusammenarbeite, und so war es auch bei mir selber, haben ein klares Ziel. Sie wissen, wofür sie so viel lernen. Sie wissen, wofür sie sich in ihrem Studium anstrengen. Natürlich gibt es auch regelmäßig Leute, die sehr gute Noten schreiben, weil es ihnen einfach liegt, weil sie einfach talentiert sind, obwohl sie gar nicht so wirklich zielstrebig sind. Allerdings habe ich beobachtet, dass diese Personen, die in einem Semester mal gute Noten schreiben, weil es ihnen einfach liegt, meistens nicht konstant über das komplette Studium hinweg sehr, sehr gute Noten schreiben. Ich habe viele von denen beispielsweise auf den Dienstlistfeiern von meiner Uni kennengelernt. Ich war auf der Dienstlist, das ist eine Ehrung für die Top 5% des Jahrgangs, und da gab es dann jedes Semester eine Veranstaltung, wo McKinsey, Goldman Sachs, die ganzen großen Top-Arbeitgeber aus Banking, Consulting und aus der Industrie kamen, um die besten Studenten dieser Uni wegzurekrutieren. Und ich habe dort viele Leute kennengelernt, die am Anfang Top-Noten geschrieben haben, aber dann gar nicht so wirklich wussten, was sie mit diesen sehr guten Noten anfangen sollen. Dann wurden sie irgendwann gelangweilt von ihrem Studium. Dann haben sie sich nicht mehr so angestrengt und haben nicht mehr so gute Noten geschrieben. Denn es ist so, um im Studium wirklich 1.0er zu schreiben, musst du mehr lernen als nur das reine Interesse und das reine, okay, ich habe es inhaltlich grob verstanden. Das heißt, wenn du klug bist und dich inhaltlich zum Beispiel für Wirtschaft interessierst und ein bisschen mitlernst, dann kommst du auf jeden Fall gut durch die Klausuren durch, aber es reicht bei weitem nicht, um eine 1.0 oder eine 1.3 zu schreiben, weil du dafür deutlich mehr lernen musst und sehr oft über deine eigene Schmerzgrenze hinaus lernen musst. Und um das hinzubekommen, brauchst du eine klare Zielsetzung. Und je genauer deine Zielsetzung ist, desto besser. Denn je genauer deine Zielsetzung ist, desto genauer kannst du dir auch ein klares, rational nachvollziehbares Notenziel herunterbrechen. Wenn du zum Beispiel ein ganz klares Ziel hast, okay, ich möchte in 10 Jahren in einer gehobenen Managementposition bei einem großen Konzern arbeiten, um diesen Weg zu erreichen, breche ich mir rational herunter, dass es sehr sinnvoll ist, einen Einstieg bei einer Top-Strategieberatung wie McKinsey oder BCG zu machen, weil ich ganz, ganz viele Leute sehe, die es von diesen Firmen in so eine Managementposition hineingeschafft haben. Dann kannst du dir dann rational herunterbrechen, okay, was sind die Anforderungskriterien für so einen Job in der Top-Strategieberatung? Und darunter fällt eben auch, dass man sehr, sehr gute Noten im Studium geschrieben hat und zu den besten 5-10% seines Jahrgangs gehört. Und dann weißt du genau, warum du darauf hinarbeitest. Wohingegen, wenn du so ein unkonkretes oder gar kein Ziel hast und einfach nur sagst, ja, okay, ich will später erfolgreich werden, dann gibt es natürlich sehr, sehr viele Wege, wie du erfolgreich werden kannst, auch ohne so gute Noten zu schreiben. Und es wird viel schwieriger für dich sein, so diszipliniert an dir zu arbeiten. Das zweite Erfolgsprinzip, das ich bei 1.0er-Studenten beobachtet habe, ist, dass sie sich selbst und ihren Lerntechniken vertrauen. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied zu nicht so erfolgreichen Studierenden. Ja, die meisten Studenten, die schauen im Internet die ganze Zeit nach den neuesten Lerntechniken. Man probiert mal das aus, man probiert mal das aus. Und nichts funktioniert so wirklich, weil man einfach nichts längerfristig durchzieht. Und auch in der Klausur, wenn man eine Aufgabe mal nicht komplett beherrscht, dann fängt man an zu paniken. Dann denkt man auch, ich kriege gar nichts mehr hin. Dann kriegt man auf einmal ein Blackout und dann schreibt man wirklich die richtig schlechten Ergebnisse. Bei mir hingegen war es noch so, ich kann mich genau daran erinnern, wie wenn es gestern gewesen wäre. Wenn ich in der Klausur war, ich wusste, ich war richtig gut vorbereitet. Ich habe Gas gegeben, ich habe gut gelernt. Und wenn ich dann mal eine Aufgabe nicht rechnen konnte, dann hatte ich dieses Selbstbewusstsein, dass ich mir einfach gesagt habe, okay, wenn ich das jetzt nicht hinbekomme, dann werden es die ganzen anderen Studierenden vermutlich auch nicht hinbekommen oder der Großteil von ihnen wird es auch nicht hinbekommen. Ich mache einfach mit der nächsten Aufgabe weiter und das wird schon werden, weil die Klausur wird eh gecurved. Wenn niemand diese Aufgabe hinbekommen hat, dann ist das nicht schlimm, wenn ich das auch nicht hinbekomme. Und dieses Mindset zu haben, das zeugt halt einfach von einem sehr hohen Selbstvertrauen. Genauso habe ich nie in meinem Semester 30 Mal meine Lerntechniken geändert, sondern ich habe mir am Anfang sauber überlegt, wie werde ich für dieses Fach lernen, wie werde ich für dieses Fach lernen, wie werde ich für dieses Fach lernen, und habe das einfach einmal sauber durchgezogen, weil ich wusste, okay, wenn ich so lerne, funktioniert es.
Natürlich ist es leichter, sich selbst und seinen eigenen Lerntechniken zu vertrauen, wenn man einmal richtig gute Klausurergebnisse geschrieben hat. Von dem her ist mein Tipp an alle neuen Studierenden, vor allem im ersten Semester, richtig Gas zu geben, dafür zu sorgen, dass man im ersten Semester direkt richtig gute Noten schreibt, weil du dann dieses Selbstvertrauen aufbaust, was sich über dein komplettes restliches Studium durchziehen wird. Wenn du noch genauer wissen möchtest, wie ich damals in meinem Studium gelernt habe und was die Lerntechnik ist, die ich dir empfehle, dann check unbedingt mal das erste Video unten in der Videobeschreibung ab, wo ich dir meine Lerntechnik von 0 auf 100 komplett erkläre. Das dritte Erfolgsprinzip von 1.0er-Studenten ist, dass sie eine sehr, sehr gute Selbsteinschätzung mitbringen. Was bedeutet das? Nun, 1.0er-Studenten sind sehr gut darin, einzuschätzen, wie viel sie zum Beispiel in einer gewissen Zeit lernen können. Sie sind sehr gut darin, einzuschätzen, wie viel Stoff ihnen noch fehlt, um eine sehr gute Note schreiben zu können. Und sie sind sehr gut darin, auch selber einzuschätzen, was ihre Stärken und was ihre Schwächen sind. Ich sehe das super oft bei Leuten, die nicht so gute Ergebnisse schreiben, dass sie sich selbst komplett über- oder unterschätzen. Dass man sich zum Beispiel gar nicht vorstellen kann, dass man innerhalb von 2-3 Wochen so und so viele Seiten vom Skript auswendig lernen kann. Oder dass sie das Lernen ewig vor sich herschieben, weil sie denken, ja, innerhalb von einer Woche hole ich das komplette Semester auf, das wird gar kein Problem. Und das ist halt einer der allergrößten Fehler, den du machen kannst, wenn du dich selber nicht richtig einschätzt, weil du dadurch automatisch entweder viel zu früh anfängst zu lernen und dich dann auf die falschen Sachen zu einem zu frühen Zeitpunkt konzentrierst oder, was viel häufiger passiert, du fängst einfach zu spät an mit Lernen und wirst dann einfach nicht rechtzeitig fertig und du bist außerdem die ganze Zeit enttäuscht von dir selber, weil du dir irgendwie vorgenommen hast, heute mal richtig Vollgas zu geben, heute mal 12 Stunden zu lernen, ganz viel Stoff zu schaffen und du kriegst nicht mal die Hälfte hin von dem, was du geschafft hast, dann verlierst du wieder das Selbstvertrauen in dich selbst. Und dann sind wir wieder beim Fehler Nummer 2. In der Zusammenarbeit mit unseren Klienten in der Karriereberatung und im Notencoaching gehen wir da sehr, sehr faktenbasiert ran. Das heißt, wir haben so ein großes Excel-Sheet, wo wir den gesamten Fortschritt von jedem einzelnen Kapitel über das gesamte Semester hinweg tracken und ich beobachte das Ganze dann und weiß immer genau, wie eigentlich dein Fortschritt sein müsste, damit du auch auf jeden Fall deine Ziele erreichst, wodurch du eben diese Selbsteinschätzung von diesem emotionalen, ja, ich fühle mich gut vorbereitet oder ich fühle mich nicht gut vorbereitet, wegbekommst und einfach zahlenbasiert rationale Entscheidungen treffen kannst. Und das ist etwas, was ich dir auf jeden Fall empfehlen würde. Wenn du dazu mehr Infos haben möchtest, wie das in der Zusammenarbeit mit uns abläuft, bewirb dich gerne mal über die Webseite, die du unten in der Videobeschreibung findest, auf ein kostenfreies Erstgespräch, damit wir uns mal austauschen können und dir Feedback geben können, ob du von der Zusammenarbeit mit uns profitieren würdest. Die vierte Sache, die sehr, sehr viele 1.0er-Studenten von den ganzen anderen Studenten unterscheidet, ist, dass sie sich ihrer Zeit und dem Wert ihrer eigenen Zeit mehr als bewusst sind. Das bedeutet, sie verschwenden keine unnötige Zeit beim Lernen. Sie verschwenden auch keine unnötige Zeit zum Beispiel mit Personen, auf die sie keine Lust haben. Man geht nicht bis spät in die Nacht auf irgendwelche Partys, wo man eigentlich nicht so eine gute Zeit hat, sondern man zieht auch mal die Reißleine, wenn die Party nicht mehr so gut ist. Wenn man lernt, dann ist man da nicht die Hälfte der Zeit auf TikTok und auf Instagram oder auf YouTube, sondern man ist wirklich am Lernen und gleichzeitig ist man sich dann aber auch seiner Zeit bewusst, wenn man mal mit Freunden was genießt, dass man da komplett anwesend ist. Das ist eine Sache so, das muss man auf die eigene harte Faust lernen und es ist am Anfang natürlich auch sehr unangenehm, mal zu sagen, hey, ich habe hier gerade keine gute Zeit, ich ziehe mich jetzt aus dieser Situation raus oder hey, ich verschwende gerade meine Zeit, ich muss jetzt hier und da was ändern. Aber jeder von uns hat gleich viel Zeit und das ist komplett logisch, dass Leute, die ihre Zeit besser einsetzen, die dafür sorgen, dass die Zeit, die sie wach irgendwie verbringen, mit maximaler Effizienz einsetzen, dass diese Leute einfach bessere Klausurergebnisse erzielen, weil sie einfach mehr und besser lernen können. Das heißt, überlege dir wirklich, schau dir mal so eine typische Woche von dir an, mit was du wirklich deine Zeit verbringst, wie viel Zeit du fürs Kochen verwendest, wie viel Zeit du fürs Einkaufen verwendest, wie viel Zeit du was mit deinen Freunden machst, wie viel Zeit du auf Social Media verbringst und schau dir an, was du da rausstreichen kannst und was du fürs Lernen verbringen kannst. Und meistens ist es so, die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, die fühlen sich jetzt nicht so, als ob sie gar keine Zeit mehr für ihre Freunde hätten. Die haben immer noch Zeit für Sport, für gesunde Ernährung, aber man ist sich eben einfach seiner Zeit bewusster und verschwendet nicht unbewusst seine komplette Zeit. Das fünfte und letzte Erfolgsprinzip von 1.0er-Studenten ist, dass sie konstant versuchen, sich weiter zu optimieren. Das bedeutet, man versucht die ganze Zeit noch effizienter im Alltag zu werden, noch besser sich zu ernähren, noch besser zu lernen, noch besser zu schlafen, noch früher aufstehen zu können. Es gibt
also keinen Stillstand, sondern man hat wirklich Freude daran, das Maximum aus sich selbst herauszukitzeln. Ich weiß es noch sehr, sehr gut in meinem eigenen Studio. Ich habe ganz, ganz viele Sachen ausprobiert. Ich habe verschiedene Ernährungsformen ausprobiert. Ich habe verschiedene Schlaftechniken ausprobiert. Ich habe verschiedene Sportarten ausprobiert, um einfach so für mich selbst das Beste herauszufinden. Weil das ist auch sehr, sehr wichtig. Du musst verstehen, dass es nicht die eine Lösung gibt, die für jeden funktioniert. Ein guter Coach beispielsweise, der dich in irgendeinem Bereich berät, der wird dir nicht genau das Gleiche geben, wie er jedem anderen gibt, sondern er wird schauen, mit was für Techniken du den besten Fortschritt erreichst, und dann wird er dafür sorgen, dass du mit dieser Art und Weise, wie du lernst, wie du deinen Fortschritt machst, da das Maximum herauskitzeln kannst. Weil bei dem einen funktioniert es zum Beispiel ideal, wenn er jeden Tag nur für einfach lernt. Bei jemand anderen ist es ideal, wenn er am Tag 3 Fächer lernt, weil er sich sonst zu schnell langweilt. Und so gibt es für all die ganzen anderen Bereiche, die du irgendwie optimieren kannst, um bessere Noten zu schreiben, ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und wichtig ist, dass du für dich selbst ein gutes Tracking installiert hast, sodass du selber vergleichen kannst, okay, wenn ich so vorangehe, dann mache ich den und den Fortschritt, wenn ich so vorangehe, dann mache ich den und den Fortschritt, und dass du im Optimalfall natürlich mit irgendjemandem im Austausch bist, der viele Erfahrungswerte hat und der schon mal mit ähnlichen Leuten irgendwie zu tun hatte, die ein ähnlicher Lerntypus sind wie du. Und genau das ist vermutlich bei uns der Fall. Wir haben schon mit weitaus über 1500 Studierenden zusammengearbeitet, und da wird es vermutlich einige geben, die in einer sehr ähnlichen Ausgangslage sind wie du heute. Das heißt, wenn du da Interesse daran hast, zu erfahren, wie wir dich in deinem Studium unterstützen können, gerne mal auf unsere Webseite gehen und einen Termin ausmachen für ein kostenfreies Erstgespräch, damit wir uns da mal näher kennenlernen können. Das war's ansonsten mit diesem Video. Wie gesagt, abonniere diesen Kanal. Hier gibt es viele wertvolle weitere Videos. Schau unbedingt auch das Notenvideo unten in der Beschreibung an, und dann freue ich mich, wenn wir uns vielleicht früher oder später mal austauschen können. Bis dahin, viele Grüße, dein David.